Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Was ist mit mir geschehen? Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergesse? Es war kein Traum. Sein Zimmer lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Oh Gott, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, Tag ein auf der Reise. Dieses frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Es war 6:30 Uhr. Und die Zeiger gingen ruhig vorwärts. Man sah vom Bett aus, dass er auf 4 Uhr richtig eingestellt war. Gewiss hatte er auch geläutet. Himmlischer Vater, mein Zug ging um 5. Gregor, es ist 6:45. Wolltest du nicht wegfahren? Gregor, ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas? Gregor! Gregor, was ist denn? Gregor! Gregor! Ja, danke, Mutter. Ich stehe schon auf. Bin schon fertig. Mach auf! Ich beschwöre dich! Sich nicht im Bett unnütz aufhalten. Da ist jemand aus dem Geschäft. Gregor, der Prokurist ist da. Ich weiß. Gregor! Der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte mach die Tür auf. Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen schon die Güte haben. Ist was gefallen. Guten Morgen, Herr Samsa. Ihm ist nicht wohl. Glauben Sie mir, Herr Prokurist, ihm ist nicht wohl. Wie würde denn Gregor sonst einen Zug versäumen?
Der Junge hat ja im Kopf nichts anderes als das Geschäft. Er geht abend nie aus, im Gegenteil. Er sitzt mit uns am Tisch, nicht wahr? Man liest stille Zeitung oder studiert die Fahrpläne. Es ist schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er seine Laubsägearbeiten macht. An zwei Abenden hat er einen ganz kleinen Rahmen geschnitzt. Er hängt drin im Zimmer. Sie werden staunen, wie hübsch er ist. Sie werden ihn gleich sehen, bis Gregor aufmacht. Übrigens, ich bin sehr, sehr glücklich, Herr Prokurist, dass Sie da sind. Wir allein hätten ihn nie dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Bestimmt ist ihm nicht wohl. Ich komme gleich. Anders, gnädige Frau, kann ich es mir auch nicht erklären. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andererseits sagen muss, dass wir Geschäftsleute ein leichtes Unwohlsein sehr oft einfach überwinden müssen. Also kann der Herr Prokurist schon zu dir herein? Nein. Herr Samsa! Was ist denn los? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, antworten bloß mit Ja und Nein, machen Ihren Eltern schwere, unnötige Sorgen und vernachlässigen Ihre geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich ungeheuren Weise. Ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Und Ihre Leistungen waren in der letzten Zeit sehr unbefriedigend. Es ist zwar nicht die Jahreszeit, um besondere Geschäfte zu machen, aber eine Jahreszeit, in der man keine Geschäfte macht, gibt es durchaus nicht. Es nicht geben. Aber Herr Prokurist, ich mache ja sofort augenblicklich auf. Ein leichtes Unwohlsein, ein Schwindelanfall haben mich verhindert aufzustehen. Ich liege noch jetzt im Bett. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz ruhig. Ich steige aus dem Bett. Nur einen kleinen Augenblick Geduld. Herr Prokurist, schonen Sie meine Eltern. Die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund. Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, die ich geschickt habe, nicht gelesen. Noch mit dem 8 Uhr fahre ich auf die Reise. Die paar Stunden Ruhe haben mich gekräftigt. Haben Sie die Güte, mir ist es dem Herrn Chef zu empfehlen. Haben Sie auch nur ein Wort verstanden? Der macht sich doch wohl nicht einen Narren aus uns. Um Gottes Willen. Er ist vielleicht schwer krank und wir quälen ihn. Grete! Grete! Mutter? Du musst augenblicklich zum Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören? Mich dem Herrn Chef zu empfehlen. Das war eine Tierstimme. Anna! Anna! Sofort einen Schlosser holen! Anna! Hören Sie nur, er dreht den Schlüssel um. Nun, ich werde mich gleich anziehen, die Kollektion zusammenpacken und wegfahren. Wollt ihr mich wegfahren lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starrköpfig und ich arbeite gern. Das Reisen ist beschwerlich, aber ich könnte ohne das Reisen nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Ins Geschäft, ja? Werden Sie alles wahrheitsgetreu berichten? Man kann im Augenblick unfähig sein zu arbeiten, aber dann ist gerade der richtige Zeitpunkt, sich an die früheren Leistungen zu erinnern und zu bedenken, dass man später nach Beseitigung des Hindernisses gewiss desto fleißiger und gesammelter arbeiten wird. Ich bin ja dem Herrn Chef so sehr verpflichtet, das wissen Sie doch recht gut. Andererseits habe ich die Sorge um meine Eltern und die Schwester. Ich bin in der Klemme, ich werde mich aber auch wieder herausarbeiten. Machen Sie
es mir aber nicht schwieriger, als es schon ist. Halten Sie im Geschäft meine Partei. Man liebt den Reisenden nicht, ich weiß. Man denkt, er verdient ein Heidengeld und führt dabei ein schönes Leben. Man hat eben keine besondere Veranlassung, dieses Vorurteil besser zu durchdenken. Sie aber, Herr Prokurist, Sie haben einen besseren Überblick über die Verhältnisse als das sonstige Personal. Ja, sogar ganz im Vertrauen gesagt, einen besseren Überblick als der Chef selbst, der in seiner Eigenschaft als Unternehmer sich in seinem Urteil leicht zu Ungunsten eines Angestellten beirren lässt. Sie wissen auch sehr wohl, dass der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des Geschäfts ist, so leicht ein Opfer von Klatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, da er von ihnen meist gar nichts erfährt. Und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise beendet hat zu Hause, die schlimmen auf ihre Ursachen hin nicht mehr zu durchschauenden Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Herr Prokurist, gehen Sie nicht weg, ohne mir ein Wort gesagt zu haben, das mir zeigt, dass Sie mir wenigstens nur zu einem kleinen Teil Recht geben. Kaffee saufen? Geh weg, du! Gehst du weg, du Vieh? Geh weg! Los! Thank you.
Gestern hat er alles stehen lassen. Aber heute hat es ihm geschmeckt. Schon im Laufe des ersten Tages legte der Vater die ganzen Vermögensverhältnisse und Aussichten sowohl der Mutter als auch der Schwester dar. Hier und da stand er vom Tische auf und holte aus seiner kleinen Wertheimkasse, die er aus dem vor 5 Jahren erfolgten Zusammenbruch seines Geschäftes gerettet hatte, irgendeinen Beleg oder irgendein Vormerkbuch. Es geschah sogar, dass verschiedene Familienschmuckstücke, welche früher die Mutter und die Schwester überglücklich bei Unterhaltungen und Feierlichkeiten getragen hatten, verkauft wurden. Gregor erfuhr nun zur Genüge, denn der Vater pflegte sich in seinen Erklärungen öfters zu wiederholen, dass trotz allen Unglücks ein allerdings ganz kleines Vermögen aus der alten Zeit noch vorhanden war, das die nicht angerührten Zinsen in der Zwischenzeit ein wenig hatte anwachsen lassen. Gregor hinter seiner Türe nickte eifrig, erfreut über diese unerwartete Vorsicht und Sparsamkeit. Was er nun wieder treibt. Barbouillet. Soll ich dir vielleicht ein Bier bringen? Barbotage. Ich hol's gern selber. Ich kann auch die Hausmeisterin bitten. Lasst mich doch zu Gregor. Er ist ja mein unglücklicher Sohn. Begreift ihr denn nicht, dass ich zu ihm muss? Nein. Nein, Mutter, man sieht ihn ja nicht. Und ist es dann nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf eine Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Nein. Thank you.
Was ist geschehen? Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen. Ich habe es ja erwartet. Ich habe es euch immer gesagt, aber ihr Frauen wollt ja nicht hören. Nein, hör doch auf! Hör doch auf! Du, hör doch! Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt, der Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleische sitzen, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern demgegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als zu dulden. Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich für immer verloren hatte, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz dadurch, dass immer gegen Abend die Wohnzimmertür geöffnet wurde. Wie lange du heute schon wieder nähst? Rendezvous? Avec vous. Grete, komm her. Na, komm schon. Nein. Mama, du hast Zähne. Das ist dein Leben. Das ist die Ruhe meiner alten Tage. Nein, 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 nein. Rendezvous ou la vous? Rendezvous? Nein, lass schon, lass schon.
Ja, dann geh schon, geh schon. Le vous, venu. Grete, mach die Tür zu. Le vous, venu. Das war der Lou. Weg! Vermin, Insekt, Vermin. Aber selbst wenn die Schwester dessen überdrüssig geworden war, für Gregor wie früher zu sorgen, so hätte noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen. Und Gregor hätte doch nicht vernachlässigt werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin da. Ja, was ist denn das? Ja, um Gottes Willen, komm mal her. Wer hat denn das gemacht? Warum bist du nicht in deinem Zimmer geblieben? Warum hast du das Zimmer gemacht? Du sollst in deinem Zimmer bleiben. Du sollst dich nicht darum kümmern. Das ist doch ihre Arbeit. Ich habe dir immer gesagt, das ist ihre Arbeit. Du sollst dich nicht darum... Ja, hör auf jetzt. Hör auf mit deinem Husten jetzt. Ruhe. Verschluck dich jetzt nicht. Ja. Also ich halte das nicht mehr aus. Seht ihn mal an, den alten Mistkäfer. Angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen. Und solcher Dinge gab es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hatte. Diese ernsten Herren waren peinlich auf Ordnung bedacht. Unnützen oder gar schmutzigen Kram ertrugen sie nicht. Viele Dinge waren überflüssig geworden, die zwar nicht verkäuflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte.
Ich habe ja Appetit, aber nicht auf diese Dinge. Wie sich diese Zimmerherren nähren und ich komme um. Ist den Herrn das Spiel vielleicht unangenehm? Es kann sofort angestellt werden. Im Gegenteil. Möchte das Fräulein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen, wo es doch viel bequemer und gemütlicher ist? Oh, bitte. Tier, da in Musik so ergriff. Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen und ihr dadurch anzudeuten, dass er die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken. Herr Samsa! Hier! Sehen Sie mal! Geh weg! Bitte, meine Herren, bitte, wenn Sie vielleicht in Ihr Zimmer gehen würden, meine Herren, bitte, bitte, das hat nichts zu bedeuten, meine Herren, bitte, gehen Sie doch, meine Herren, bitte, kümmere dich doch nicht. Ich erkläre hiermit, dass ich mit Rücksicht auf die hier herrschenden widerlichen Verhältnisse mein Zimmer ab sofort kündige. Ich werde natürlich für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das Geringste bezahlen. Im Gegenteil, ich werde es mir sehr gründlich überlegen müssen, ob ich nicht mit irgendwelchen sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen Sie auftreten werde. Und ich kündige auch. Ich kündige auch. Liebe Eltern, so geht das nicht weiter.
wenn ihr das vielleicht nicht einseht. Ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier den Namen meines Bruders nicht aussprechen. Und sage daher bloß, wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen, es zu dulden. Ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen. Sie hat tausendmal recht. Wir müssen versuchen, es loszuwerden. Es bringt euch beide noch um. Ich sehe es kommen, wenn man so schwer arbeiten muss wie wir alle. Kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen? Wir müssen es einfach loswerden. Ich kann es auch nicht mehr. Aber Kind, was sollen wir denn tun, wenn er uns verstünde? Weg muss er! Das ist das einzige Mittel, Vater! Du musst bloß den Gedanken loszuwerden versuchen, dass es Gregor ist! Wenn es Gregor wäre, hätte er längst eingesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen und würde sie ja dauernd quälen! Wir hätten dann zwar keinen Bruder mehr, aber könnten weiterleben und sein Andenken in Ehren halten! So aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren und will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. Kindervater, fängt schon wieder an. Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgendjemanden und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen. Er hatte bloß angefangen, sich umzudrehen, um in sein Zimmer zurückzuwandern. Und das nahm sich allerdings auffallend aus, da er infolge seines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopfe nachhelfen musste. Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und schwächer und würden schließlich ganz vergehen. Den verfaulten Apfel in seinem Rücken und die entzündete Umgebung spürte er schon kaum. An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener als die seiner Schwester. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder, und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem hervor. Tot? Das will ich meinen! Nun, jetzt können wir Gott danken. Ja, seht nur, wie mager er ist. Er hat seit 2 Tagen nicht mehr gegessen. Grete, komm auf ein Weilchen in unser Zimmer. Thank you.
her, du alter Mistkäfer. Wo ist das Frühstück? Wo ist das Frühstück? Wo ist das Frühstück? Psst! Lassen Sie sofort meine Wohnung. Wie meinen Sie das? Ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. Psst. Also, dann gehen wir. Nun? Was wollen Sie denn eigentlich? Ja, also darüber, wie das Zeug von nebenan weggeschafft werden soll, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es ist schon in Ordnung. Also adieu allerseits. Abends wird sie entlassen. Also kommt doch her. Lasst doch endlich die alten Sachen und nehmt doch ein wenig Rücksicht auf mich. Sie beschlossen, den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazierengehen zu verwenden. Und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben drei Entschuldigungsbriefe. Herr Samsa an seine Direktion, Frau Samsa an ihren Auftraggeber und Grete an ihren Prinzipal. Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten. Sie besprachen die Aussichten für die Zukunft. Sie wollten nun eine kleinere und billigere, aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen, als es die jetzige noch von Gregor ausgesuchte war. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Sie dachten daran, dass es nun Zeit werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen.
und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als sie am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Im Anschluss zeigen wir die Verwandlung als Zeichentrickfilm. Gleich hier in Dreisat.